Ja Leute, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir zocken heute wieder ein bisschen VR und es ist ja so, dass ich schon relativ lang überlegt habe, ob ich mir einfach mal, ja, Arizona Sunshine zulege. Habe ich lang mit mir, wie gesagt, gehadert und überlegt. Jetzt habe ich es mir dann doch einfach mal gekauft und ja, damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Let's Play. Am Anfang, die kleine Einführung habe ich schon gemacht, da war ja leider nicht viel, was man sehen konnte bei der Kalibrierung. Und bevor wir starten, schauen wir noch mal kurz in die Einstellungen, was wir da so Schönes drin haben. Auflösung nehmen wir mal hoch. Bewegung teleportieren. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich kann leider nur über Teleportation spielen. Ich hatte das ja schon in anderen VR-Games gesagt, dass ich so ein Mensch bin, der relativ empfänglich ist für Motion Sickness. Ich habe ja auch schon dieses Iron Man VR gespielt auf der PlayStation VR. Da gibt es auch schon ein kleines Let's Play auf meinem Kanal und auch da hatte ich halt das Problem, dass mir am Anfang ein bisschen übel war. Es dann zwar später ging, aber ich möchte es nicht herausfordern und jetzt würde ich sagen, wir starten mal durch hier. Und natürlich im Singleplayer, Story, Schwierigkeit, das haben wir leicht, normal und schwer. Wir lassen es einfach mal auf normal und schauen uns einfach mal, ja, die erste Geschichte an. Wie gesagt, viel Spaß jetzt und los geht's. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, Arizona Sunshine ist ja so ein, ja, Wave VR-Shooter. Sowas habe ich eigentlich immer ganz gern gespielt und schon ganz gespannt, wie es aussieht. Auch habe ich gehört, dass die deutsche Synchro nicht ganz gedacht, so, dass ich meinen Wecker überhöre, der Burner sein soll. Oh, da kommt schon was angerollert hier. Wow. Sehr nett. Guten Morgen, Scheißer. Ach, der zappelt ja noch. Gut. Das ist ja nice. Ich sollte das hier wohl erledigen. Aufheben? Nein. Ich hole dich raus aus dem Schlamassel. Verriegelt und geladen. Das wird's. Ha, das ist cool. Tut mir leid, es lief nicht gut zwischen uns, Kumpel. Aber ich bin dann mal weg hier. Bewegen, okay, sagen. Mit den Sticks kann man sich bewegen, genau, mit, wie gesagt, Teleportation. Das ist die Steuerungsart, die ich jetzt einfach mal bevorzuge und. Oh, Mist. Verdammt. Jetzt haben wir hier eine Bärenfalle. Ich bin besorgt wie. Hat sie ihm einfach mal alles abgerissen. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Kopf, der gerade so ins Vorgerollt kam. Also grafisch sieht es eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Okay, man sieht so im Hintergrund ein bisschen flimmern. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Wie gesagt, die meisten von euch werden ja dieses Spiel sowieso schon gespielt haben und wissen ja demnach, wie dieses Spiel auch aussieht. Und wir gehen mal hier zum Tisch. Mein Munitionsgürtel. Hallo. Renn damit. Ich habe noch Munition. Dann wollen wir das Baby mal auffüllen. So. Leeres Magazin zum Auswerfen ist die Taste A. Ach, auch sehr. Man muss eigentlich quasi nur die Waffe zum Gürtel bewegen. Das ist ganz gut. Ich dachte, ich muss jetzt noch ewig. Na. Ah, da seid ihr, Jungs. Ich habe mich schon ein bisschen einsam gefühlt. Was läuft, Leute? Ich werde mal schauen, dass wir mal so ein paar Zombies über den Haufen schießen. Ha, das ist cool. Eigentlich wollte ich gern die Waffe hier noch nehmen. Eieiei, das war ein Headshot. Hey, und noch einer. Nicht näher kommen. Und noch einer. Männer, was habe ich gerade gesagt? Ihr sollt nicht zu nahe kommen. Genau so ist es, Mann. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich mit der Steuerung ein bisschen konform komme. Vor allen Dingen nachher wahrscheinlich im Eifer des Gefechts wird es für mich dann wieder ein bisschen schwieriger. Das hätte nicht so laufen müssen. Wir hätten uns hinsetzen können und einen Kaffee trinken, drüber reden können, aber nein. Ich schieße ihm lieber mal die Rübe weg. Nicht, dass er sich nochmal, oder ihr. Ich denke, hier sind wir durch. Ja, ich denke auch. Lass uns zu dieser Brücke gehen, die ich gestern flussabwärts gesehen habe. Also grafisch gefällt mir das wirklich sehr gut hier, bisher. Macht einen schicken Eindruck. Okay, ich schätze, wir müssen darüber davor.
Oh. Also ich wollte gerade sagen, ich bin noch genau auf dem Kopf. Zappelt noch. Oh. Also ich brauche auf jeden Fall hier einen Extended Mac. Das wird das ja gar nichts. Den schieße ich lieber gleich in den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie das hier überhaupt aussieht mit ja, Munition looten irgendwie. Oh. 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 Gehst du weg. Das war genau das, was ich meinte. Bin ich immer ein bisschen überfordert hier. Zack. Alter, das ganze Gesicht weggeschossen. Gut, schauen wir mal weiter. Okay, da vorne haben wir eine Leiter. Ich muss mich immer mal ein bisschen hier mit meinen Füßen orientieren, wo ich in meiner Wohnung stehe. Ach so. Ah, okay, gut. Man muss also nicht noch irgendwie mit den Grip-Tasten oder so die Leiter hochklettern. Es funktioniert anscheinend alles so. Das ist sehr gut. Ha. Okay, einmal durch hier. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Unser erster Erfolg in diesem Spiel. Oh, hier war noch eine Flasche vor mir. Ich hoffe, man hat das Knacksen jetzt nicht so laut gehört. Wir uns mal ein. 10 Schuss haben wir, glaube ich, noch drin, ne? So wie ich die Sache sehe. Da unten ist der nächste Kollege hier. Oh. Hat so ein bisschen was wie The Walking Dead, Saints and Sinners. Auch dieses Spiel hatte ich schon mal ein bisschen angezockt. Hey Freddy, macht schon. Aber irgendwie hatte ich da nicht wirklich Bock, dass ja, großartig weiterzuspielen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und Arizona Sunshine war für mich jetzt hier wirklich ein Schnapper. Ich habe es für 10 Euro bekommen. Und da habe ich gedacht, okay, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Alter, voll in den Rücken. Den Mund auf. Oh. Na komm ran, ja. Ha, geschickter Ausfallschritt. Und trotzdem gestorben. Ist schon echt heavy, ne? Was ist mit ihm hier? Gestern so viel geballert. Bam. Also das Wasser sieht wirklich schick aus, ne? Wie das halt hier dargestellt ist, gefällt mir eigentlich wirklich gut. So. Wo müssen wir lang? Ich würde mal vermuten, oben auf die Brücke drauf. So, mal schauen, dass ich mich ein bisschen drehe. Ja, Leute, ihr müsst mir natürlich ein bisschen verzeihen. Ich habe noch nicht ganz so viele Let's Plays gemacht. Im Livestream zu zocken ist immer ein bisschen einfacher, als ein Let's Play zu gestalten. Also, wenn ich mal zwischendrin immer ein bisschen ruhig bin, nehmt es mir bitte nicht für übel. Das ist bei mir alles noch so ein bisschen Übungssache hier. Irgendwer sendet was. Aber von wo? Kann man den Rucksack aufheben, kann man gar nichts dran machen. Oh, warte mal, stopp. Ich glaube, da hinten. Verdammt. Haben wir da noch eine Munitionskiste, oder? Denk nach. Denk nach. Warum komme ich nicht mehr zurück? Ich muss ein anderes Radio finden. Doch, da. Ich muss dem Ganzen auf den Grund gehen. Genau. So, sehr gut. Also, die Kisten müssen wir uns auf jeden Fall mal vormerken. Da ist halt die ganze Munition drin. Und was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass man halt irgendwie alles mit einem Stick machen kann, ne? Was ist mit ihm hier oben? Jawoll. Sehr geil. Ja, komm das mal ein bisschen ran hier. Oh. Eieieiei. Kommst du ja nicht rein. Kann man. Oh, durch den Zaun schießen. Nein, kann man wahrscheinlich nicht. Es ist wirklich geil, ne? Wie man diesen Zombies ja einfach alles abschießen kann. Schade, okay, das kann man auch nicht nehmen. Mir fehlt vielleicht so ein bisschen musikalische Untermalung hier. Irgendwas Dramatisches. Boah, ich zittere.
gar nicht so einfach, die Pistole zu halten. Boah. Das ist schon der Wahnsinn hier, ne? Ob ich denn die Beine auch wegschießen kann? Na komm, erstmal her, Obi. Ja, so ist es. Scheiben kann man zerschießen, das ist sehr geil. So, und ich sehe schon, ich brauche irgendwie ein bisschen Muni. Mund auf. Nicht den Kopf in den Sand stecken, ne? The old Dutchman, huh? So, ich brauche auf jeden Fall neue Kugeln und das Ganze schnellstens kann man ja vielleicht irgendwie in den Autos was machen. Ah. Okay. Ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite. Nur nicht die Orientierung verlieren. Auf das Ding hier. Ran. Ich guck gleich nochmal hier in die Autos rein. Kann man eigentlich den Kofferraum vielleicht dann noch aufmachen? Natürlich. Ja, kann man nichts weitermachen. Hab ich noch ein Auto verpasst? Ah, da hinten. Gut, also ich muss mir merken, man kann auf jeden Fall auch in die Autos rein. Und sich da ein bisschen Munition krabbeln. Als ob sie alle vor einer Horde geflohen wären. Ja. Auf das Ding. Was haben wir hier? Tennisbälle. Na, Quatsch. Wenn man von den Bastards spricht. Oh, da ist drüben ein Koffer. Koffer bedeutet bestimmt neue Waffe. Oh, Alter, was ist mit dir los? Junge, Junge, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Bastard, Elender. Alter, wie schnell er über das Auto gelaufen ist, ne? Hab ich abgefahren. Ach, komm schon. Ich bin eigentlich genau auf seinem Kopf drauf, der schießt ja in den Arm weg, ne? Unglaublich. Hau weg! Das hat ganz schön Munition gekostet. Ja. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. Kann ich nicht mal sehen. Ah, oh, und ich habe gedacht, man bekommt hier vielleicht eine neue Waffe oder irgend sowas. Mal die Tür auf hier. Kann ich die auch holstern, die Waffe? Ah, okay. Her damit. Sieht es relativ leer aus. Ist auch nichts drin. Haben wir hier nichts drin. Nichts drin. So, ich muss mir das mit ein bisschen drehen hier. Ansonsten verrenke ich mich so. Das wollen wir auch nicht. Brett zu. So, ich hoffe, ich bekomme mir noch eine andere Waffe als nur einfach die Schrotflinte. Na komm her, meine. Wenn du unbedingt willst. Okay, da kam sie mit einmal aus dem Nichts. Ja, hier schon wieder. Oh! Na komm her. Boah, boah. Gehst du weg. Sie ist zornig, ja. Alter Verwalter. Zack. Ist jetzt erstmal ruhiger. Ich will ja ganz in Ruhe looten. Polizeiauto und keine Mumpeln. Ja, also wirklich ein rein klassischer Wave-Shooter, ne? Mehr ist es eigentlich nicht.
Wir kicken mal. Sieht's hier aus? Auch nichts drin. Ach, kann man alles nicht greifen hier, ne? Hier. Erde mit. Start lieber nochmal nach. Manchmal so ein bisschen die Bewegung blockiert, also ich kann hier irgendwie nicht so drüber. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Na, bleibst du. Ach, dann leg mich doch am Ärmel. Auch nichts drin. Da hinten kommt die Gang. Alle schon am Tanzen hier. Hinter dir, Püppchen. Kann man eigentlich das Fass dort kaputt schießen? Jesus Marie. Und Fred hat schon wieder alle seine Freunde mitgebracht. Ja. Vielleicht komme ich dahin. Na komm, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Sie hat es leider doch nicht geschafft. Ausgerutscht. Ja. Hängst fest, Beiner. Schicke Pose, ne? So, jetzt klappt das ja mit dem Nachladen auch ein bisschen besser als vorhin. Die erste Zeit habe ich ein bisschen dumm angestellt, aber das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu, ne? Hier die Einarmige. So. Hier ist auch schon wieder alles leer. Nix drin hier. Gibt's doch gar nicht. Oh, One-Shot. Das Auto gehört The Old Dutchman Mine. Ja, mach auf. Da gibt's nützlichen Kram. Das sehen wir uns an. Hm. Abgeschlossen. Ja. Ich brauche den Schlüssel. Ah. Vielleicht im Ticketbüro. Vielleicht im Ticketbüro. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Ticketbüro, ne? Alter, ich hoffe, jetzt kommt ja nicht irgend so ein Vieh aus der Tür. Ich bin so ein Mensch, der leicht zu erschrecken ist. Das wollen wir natürlich nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Ein bisschen Muna. Ganz Papi hier. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier noch eine Schaufel, brauchen wir auch nicht. Achso, hier muss ja irgendwo der Schlüssel sein, ne? Kann ich irgendwie was machen? Ah. Komme ich auch nicht durch, ne? Toll. Und nu? Tür ist zu. So ein Quatsch. Gehen wir schon mal hier raus. Lag hier drin irgendwas? Ich hab gedacht, ich kann mir diese Maske irgendwie aufsetzen. Anscheinend nicht. So, gehen wir mal hier hoch. Hier können wir auf jeden Fall rein, ne? Auch nicht. Hier stehe ich. Hi Leute. Errungenschaft freigeschaltet, ruhige Hand. Naja. Manchmal habe ich die, aber leider nicht immer. Okay, ja, kann ich auf jeden Fall rein. Gehen wir mal zu der netten Dame nach drin. Hi. So, und ich schätze. Hier haben wir ja einen Revolver. Können wir den aufheben? Alter, Verwalter.
Den nehmen wir doch gerne mit, ne? So, jetzt gehe ich erstmal hier rüber. Ja, ist eigentlich ein ganz witziges Spiel, was man so mal zwischendrin wirklich zocken kann, ne? So, jetzt würde ich mal denken, sind wir hier im Ticketbüro. Und die... Na, bleib doch zu! So. Ich muss mich immer ein bisschen wieder neu orientieren. Manchmal stoße ich ja meine räumlichen Grenzen beim Zocken. So. Und ich schätze mal, da hinten haben wir den Schlüssel. Ist nichts drin. Doch, da war was. Kann ich nicht nehmen. Och, bleib doch zu. Untere Schublade. So, und das nehmen wir auch hier. Ein Fernbedienungsschlüssel. Ach. Ich hab's. Das ist ja ein Fuchs hier. So, und ich würde mal denken, jetzt kriegen wir bestimmt das Auto auf, ne? So. Ja. Check, check. Funktioniert noch. Checkpoint erreicht. Sehr gut. Was haben wir denn hier schönes? Eine Windel mit. Schau dir das an. Kommt sofort hier. Praktisch. Oh Mist. Schalt es aus. Schalt es aus. Mist. Da kommen sie. So, na, da wollen wir doch mal gucken, ja. Boah. Alter, ich glaube, einer ist noch hinter mir. Oh. Und da kommt der kalte Schauer über den Nacken. Oh, die rasten ja wieder völlig aus. Ich komme nicht weg, ich bin tot. Verdammt. Okay, also hier muss man sich doch schon ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen um sich schauen. Gar nicht so einfach. Boah, und da läuft mir gleich der eiskalte Schauer über den Nacken. Schau dir das an. Wie praktisch. So. Oh Mist! Positionieren wir uns jetzt mal irgendwie so hier. Da kommen sie! Ich gehe erstmal hier hinter. Alter, wo zieh ich hin? So, also hinter mir ist erstmal safe, ne? Nehmen wir uns den Kollegen vorher. Dann schießen wir mal ein schickes Loch ins Gesicht. Eigentlich wollte ich ja doch mal die Beine wegschießen. Was ist hier mit diesem Revolver? Ich habe eigentlich genau auf den sein Face gezielt. Kommen immer mehr hier. Geh doch weg! Alter Schwede. Boah, da war schon wieder der kalte Schauer, ne? Bester Rambo-Manier, einfach mal durchdrücken hier alles. Ja Leute, ist gar nicht so einfach, als wenn man hier so in so eine kurze Stresssituation kommt, ne? Ja, aber gut. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal da die Street hoch. Warum komme ich da nicht hin? Muss ich jetzt mit dem Auto fahren? Nee, nicht wirklich, oder? Ich komme ja nicht lang. Gibt's ja gar nicht. Warum kommt man da nicht lang?
versuche ich mal das Auto. Den Schlüssel habe ich ja gar nicht mehr. Ach, mit dem Autofahren ist eigentlich auch Quatsch, ne? Wird ja gar nicht gehen im Spiel. Ich schätze mal, wir müssen wahrscheinlich hier hinten lang. Würde ich jetzt mal denken. Verdammt! Wuhu! Das war knapp! Ach, wir haben ja, genau, wir haben ja diese schicke Seilwinde hier, mit der war. Na gut, dann los. So. Sieht auch schon ganz gut aus. So, na, ein Stückchen werden wir auf jeden Fall noch gehen, so ein paar Minütchen hier. Für das erste Let's Play. Sie schon wieder. Oh, voll in den Hals. Alter, ich bin noch genau drauf, ne? Boah, ich hab ihn schon kommen hören. Mir lief schon wieder so der kalte Schauer über den Rücken da, weiß ich schon, dass einer in der Nähe ist. Diese Mine wäre besser geschlossen. Es ist viel zu heiß hier. Oh. Ja, geh doch einfach durch. So. Ein sonniger Tag. Es ist ein sonniger Tag. Ja, das stimmt. Und wer kommt da? Hallo? Hi. Ist da jemand? Fred, bist du da drin? Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen gepanzert aus, aber der war auch recht schnell da. Hier waren kürzlich Menschen. Vielleicht sind sie noch irgendwo. Au, man kann doch durch Zäune schießen. So, keine Gnade. Waren die im Zelt drin? Wahrscheinlich, ja. Ja, mal Pillen. Ob man die nehmen kann? Hm. Anscheinend nicht. Oh, Handgranaten. Da freut er sich. Ja, Baby. Granaten. Sehr praktisch. Scheiße, Alter. Also diese deutsche Synchro ist echt der Hass. Aber so eine Handgranate möchte ich jetzt auf jeden Fall noch schmeißen. Vorher gehe ich hier nicht raus. Haben alles geplündert. In Ordnung. Ich muss da durch. Mal sehen. Ich würde mal denken. Du. Kaboom. Das war jetzt irgendwie nicht so clever. Unterwegs. Haben uns erstmal selber halb hier in die Luft gesprengt. So, Freunde, jetzt schauen wir noch mal ein Stückchen hier vor. Wie immer, Munitionsarmut. Bis zum nächsten Checkpoint werden wir noch gehen und dann würde ich meinen, reicht's fürs erste Let's Play heute. Sie kommt ja gleich mit Schutzhelm her, ne? Dann schießen wir ja gleich mal weg. Schau sich einer diese leuchtend rote Stromleitung an. Da war einer entweder wirklich unterbezahlt oder schlecht ausgebildet. Du bleibst gleich da unten. Ich weiß gar nicht, ob sie oben noch lang ging. Ist ja noch eine Tür, ne? Brauchen wir einen Schlüssel. Ach, das war wieder klar. Ich brauche den Schlüssel.
Dann gucken wir mal, wo wir den Schlüssel finden können, nicht? Wahrscheinlich im Giftshop. Was haben wir hier Schönes? Ein Hebel. Offenbar steuert dieses Ding die Minentore. Hat er offenbar recht. Es braucht Strom. Vermutlich sollte ich der Stromleitung folgen. Hier waren definitiv Leute. Schauen wir uns um. Vielleicht findet sich etwas Nützliches. Ja, manchmal klappt es im Schießen ganz gut irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber nur manchmal. Ist gar nicht so einfach, während des Spielens zu erzählen, wenn man so konzentriert bei der Sache ist hier. Schrank. Alle. Clubsoda. Alle. Oh, da unten lag ein Schlüssel. Den müssen wir uns natürlich krallen, den Schlüssel. Aber dass man manchmal hier nicht mit der Teleportation hinkommt. Schau dir das an, ein Schlüssel. Nett. Ja, damit. Mit dem Schlüssel müssen wir wahrscheinlich zurück oben die Treppe hoch. Und dann können wir da oben die Tür aufschließen. Und uns wahrscheinlich den Strom... Ein Blinder hätte diese Stromleitung gefunden. Ja. Oder wäre gestolpert. Hat er recht. Mach mal auf hier. Brett auf. Kopfschüsse wie ein Boss. An alle die Fretz da draußen, ich wollte euch nur sagen, diese Tour macht so viel Spaß. Ich habe wirklich viel Spaß. Boah, wie ich das hasse, wenn die Viecher von hinten kommen. Das ist echt ein sehr merkwürdiges Gefühl, immer, wenn man sich umdreht und einmal der Gegner da ist. Echt nicht schön. Zack, 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 zack. Was haben wir denn noch Schönes? Na endlich, kommt so Papi. Ha! Geiles Gerät. In Ordnung. Lasst uns den Sieht aus, als hätte es geklappt. Ruhe im Karton hier. So, jetzt gehen wir wieder da runter. Und schauen wir noch Richtung Mine. Und dann würde ich sagen, reicht's erstmal. Denn mir wird auch schon wieder ein bisschen komisch hier. Na komm her. Ich und Nachladen, das sind so zwei Sachen, die funktionieren immer relativ schlecht. Okay, hier geht nichts. Ja, sehe ich auch. Oh Mist. Ich habe kein gutes Gefühl. Halt den Mund, verdammt Holländer. Halt den Mund. Das wird dich jeder Fred so, in der Nähe jetzt hier? Schalte es aus. Oh, Alter, wie sich das zurecht leiert. Oh Mist, da kommen sie. Okay. Neue Gegnerwellen, das kennen wir schon. Wir stellen uns schon mal hier hin. Oh nein! Nein! Heute kriegst du mich nicht, Freundin! Boah, bist du wahnsinnig!
Oh, warte nach. Oh, ich bin tot. Okay. Ja, ist gut jetzt. So. Das war wieder klassisch Henry. Hat wieder nichts funktioniert. Im Eifer des Gefechts. Aber ich würde sagen, dann soll es auch erstmal an dieser Stelle für heute reichen, für dieses kleine Let's Play. Ich danke euch fürs Reinschauen und ja, nicht vergessen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz so spannend war ja beim Zuschauen, ja, gerne nochmal bitte ja, den Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, gerne diesen Kanal abonnieren. Aktiviert das Glöckchen dazu. Denn dann verpasst ihr auch die nächsten Livestreams und Videos nicht mehr, die ich hier auf diesem Kanal online stelle. Und dann sagt der Henry wieder, danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.